Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ich hatte immer Angst vor einem Tag. Dem einen Tag, an dem Marcel zu dem Skorpion mich dissen wird. Und dieser Tag ist heute gekommen. So Leute, ich denke mal, die meisten von euch werden Marcel Skorpion kennen. Ist ja ein recht bekannter YouTuber, auch ein guter YouTube-Kollege von mir eigentlich. Ich habe ihn, glaube ich, letzten Freitag noch gesehen auf einer Party. Und der hat so ein Projekt, ab und zu disst er ganz viele YouTuber in so einem Diss-Track. Er hatte da schon zwei Stück davor, glaube ich, davon. Und bisher hat er noch nichts gegen mich gesagt. Und nach dem letzten Diss-Track habe ich zu ihm gesagt, habe ich, glaube ich, auf WhatsApp geschrieben: Ey Marcel, es kann nicht sein, dass du da jeden disst, aber mich nicht. Da habe ich mich ein bisschen ausgegrenzt gefühlt. Und ich glaube, der Marcel hat sich meine Worte zu Herzen genommen. Denn dieses Mal hat er mich gedisst. Er hat es gewagt, den König der Schlingel in einem Song zu dissen. Und meine erste Reaktion ist, dass gehört habe, war ungefähr so. Leute, dieses Video fällt mir wirklich schwer zu machen, aber nachdem ich diesen Diss-Track von Marcel Skorpion gehört habe, habe ich wirklich gemerkt, dass es nur noch eine Möglichkeit gibt für mich. Ich muss meinen YouTube-Kanal wirklich löschen. Okay, Herzen, liebe Freunde, ich würde sagen, hören wir gemeinsam rein, was der Marcel gesagt hat, wie er mich gedisst hat. Der ganze Diss-Track geht jetzt irgendwie fast 7 Minuten. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Stellen rausgeschnitten, weil 7 Minuten Marcel Skorpion hören, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Das wollte ich euch nicht zumuten, aber hören wir mal kurz rein. So, dann wollen wir nochmal hören, was der Marcel so angestellt hat. Auf. So, also Marcel Skorpion hat vorher gesagt, dass er in das Video wirklich viel Geld reingesteckt hat. Bin ich mal gespannt. Das muss natürlich auch heftig aussehen. Marcel zu dem Skorpion ist back am Start hier für euch. Herzlich willkommen zum dritten Community-Diss-Track. Die Trilogie wird heute enden. So. Und ihr wollt doch schon immer mal wissen, wo das Flugzeug landet, oder nicht? Dann schaut doch einfach mal zu. Yo, okay, yeah. A wife, du siehst aus wie nach einer Nachtschicht auf Koks. Dieser Lukas war der Meteor auf das D-Depot. Und wieder zu McDonalds und dann Chicken McNuggets. Noch ein Burger und dann sind die Schwabbeltitten am Wackeln. Ich sag, was ich will, auch wenn's der Norm nicht gerecht ist. Revi, dein Schädel hat die Form eines Rechtecks. Macht auf Instagram Model, ich find dich echt voll heftig. Krasse Kante, darf ich an dir mal mein Backscold? Bis hier mal ganz kurz. Ich muss sagen, das Video gefällt mir gut. Mit diesem Flugzeug sieht richtig fett aus. Hat er auf jeden Fall nicht so viel versprochen. Ich finde auch rapmäßig, ganz ehrlich, hat er sich richtig verbessert, weil ich habe die alten Sachen von Marcel Skorpion auch gehört, da war es okay, aber da gemerkt, er noch nicht so lange rappt und er hat ja auch selber gesagt, das Ganze ist nur so ein Spaßprojekt, er ist ja kein Rapper und man soll ihn nicht mit irgendwem vergleichen oder sonst was. Also ich finde es ganz cool bisher. Ich muss ehrlich sagen, so von den Lines, von dem Text habe ich bisher noch nicht so viel verstanden, wen er überhaupt gedisst hat, also außer Revi, das habe ich natürlich verstanden, aber das andere bisher noch nicht so wirklich. Ich habe es auch ein bisschen vorgespult, weil wie gesagt, 7 Minuten Marcel Skorpion, Freunde, das kann ich euch nicht antun, deswegen spule ich jetzt mal direkt fort zu der Line gegen mich. Beende meine Karriere. Wieso wohl jetzt der Felix in den Aufnahmen zu sehen war? Ich glaub, Mois sagt bei Kollega wie ein Staubsaugervertreter. Frag mal Jero, der kennt sich doch mit Staubsaugen aus. Bei solchen Placements hängen sich sogar Hausfrauen auf. Leute, ich habe das Gefühl, ich muss meinen YouTube-Kanal, glaube ich, löschen. Das war also die eine Line von Marcel Skorpion in diesem Diss-Track gegen mich. Ich muss ja sagen, die war ziemlich vorhersehbar, also dass da jetzt irgendwas mit Staubsauger kommt, das hätte ich mir so ganz entfernt denken können. Wobei ich ja schon in meinem Abo-Special eigentlich für diese Sünde auf YouTube gebüßt habe. Ich meine, ist das hier die Strafe für unsere YouTube-Sünden oder was? Du meinst, weil wir mal Clickbait gemacht haben oder du Cloud-Rap? Was mit deinem Staubsauger-Placement? Okay, ich war broke, ich war Schüler, es war viel Geld. Ja. Und was ist mit dir? Also ich persönlich finde ja, meine viel größere Sünde auf YouTube waren eigentlich diese blonden Haare. Das tut ja weh beim Zugucken. Aber okay, also Marcel, die Line war wirklich gut. Der Reim war ganz cool, also mit diesem Staubsauger aus, Hausfrauen auf. Das waren, glaube ich, 4 Silben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Marcel so weit zählen kann. Ich bin ja auch jemand, ich nehme sowas immer sportlich. Also wie gesagt, ich finde das auch insgesamt, also musikalisch, erkenne ich da eine große Weiterentwicklung von Marcel Skorpion. Wer weiß, in ein paar Jahren, ob man sich das vielleicht sogar anhören kann. Wir hören uns mal kurz den letzten Teil an, nochmal von dem Diss-Track und die Hook. Barca war ein COD, der krassere Spieler. Doch in den letzten Kill-Duellen kam ich und machte ihn. Also, der ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Von der Straße, ich geb Simon will Geld. Jetzt macht er einen auf Rapper, ich glaub Simon will. Wer soll diesen Krüppel lernen? Sie nach nem Blowjob von Sandra hast du Rückenschmerzen. Sorry, No Hand Brothers, dass ich nicht auf Promo stehe. So wie ihr mit euren Diss-Tracks in der Homo-Ehe. Julian Bam hat ein arrogantes Benehmen. Denn beim letzten Treffen hast du mir die Hand nicht gegeben. Ich will Dennis und Benny beiden die Beine brechen. Und die Twins brechen zusammen. 9-11, ah. Jonas ist so dünn wie ein Baumsägeblatt. Hier ist Windstärke 5, bei einem Hauch hebt er ab. Mios auf dem Konto, doch nach Ulti Teil 3. Diss-Track Teil 3. Jede Line trifft wie ich bei der Darts WM. Unfassbar nice. Ihr geht vor mir auf die Knie wie ein Cardigan. Ihr reagiert wieder live, doch jeder weiß, ich hab euch alle gefickt. Also eigentlich freue ich mich ja, wenn Leute Autotune benutzen, die nicht singen können, aber Marcel irgendwie. YouTube weiß, wir wollen alle die Klicks.
Also mal ein kurzes Fazit, Marcel, ich finde, du hast wirklich gut gemacht, der Track war richtig cool, Video war richtig nice, sehr viel Aufwand. Die Lines, ich muss sagen, ich habe nicht alles verstanden, weil ich viele davon auch nicht kenne oder nicht verfolge. Deswegen habe ich diese Insider dann nicht so gecheckt, aber die Line gegen mich habe ich verstanden. Die hat mich richtig hart zerstört, ich muss auch wirklich ein paar Tage, kann ich wahrscheinlich keine Videos hochladen die nächsten Tage, das müsst ihr dann entschuldigen. Nur der Refrain, die Hook, die fand ich nicht ganz optimal, aber ansonsten, wie gesagt, eine riesen Steigerung von Marcel. So, liebe Freunde, wenn ihr wollt, dass ich Marcel irgendwann mal antworte, dann lasst mal einen fetten Daumen nach oben da. Ich will 6666 Daumen nach oben sehen. Wenn ihr wollt, dass ich Marcel irgendwann mal antworte, das liegt an euch, haut den Daumen nach oben kaputt. Wäre ziemlich nice. Es liegt an euch. Vergesst doch nicht, ein Abo da zu lassen. Wäre ein kleiner Kick für euch, aber ein Riesenkick für mich. Hier kommen fast täglich Videos. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das war's von mir. Die Welt ist böse. Marcel Scorpion auch. Und passt auf euch auf.